Ja, das Gebäude an sich wird das Headquarter der Polizei in Oberösterreich sein und das Herzstück ist sozusagen hier die Landesleitzentrale. Es dauert jetzt noch 2-3 Monate, bis die vollständige technische Ausrüstung passiert ist, aber dann werden hier 14 Disponenten sitzen und alle Streifen, die in Oberösterreich zu disponieren sind, von hier aus führen, damit die Bezirke unterstützen und auch entlasten, sodass die Kollegen in den Bezirken mehr in den Außendienst abgehen können. Wir haben in der Landesleitzentrale 90 Bedienstete, Frauen und Männer, die zumindest auf 14 Tischen hier zukünftig die Arbeit leisten werden. Das heißt, es werden pro Tag 2.000, 3.000 Notrufe entgegengenommen. Aus diesen Notrufen heraus entstehen dann Einsatznotwendigkeiten und diese Einsätze werden auch hier herinnen disponiert. Das heißt, alles läuft quasi von diesem Headquarter, von dieser Landesleitzentrale aus und von hier aus können wir auch alle Einsatzlagen im ganzen Gebäude entsprechend weiterschalten, beispielsweise in den anschließenden Kommandoraum, wo dann größere Lagen von einer Geiselnahme bis hin zu Demonstrationen abgearbeitet werden, separiert von dieser großen Örtlichkeit. Das sind gut ausgebildete Disponenten, Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel Einsatzerfahrung auch draußen schon haben. Das heißt, wenn man hier anruft, sitzt jemand, der sich auskennt und der gibt dann diese entgegengenommenen Details an einen Disponenten weiter, der dann die Einsätze koordiniert, der die Streifenwagen, den nächstgelegenen Streifenwagen, nicht den, der in dem Bezirk der nächstgelegen ist, sondern der tatsächlich der nächstgelegen ist, zum Einsatzort schickt. Das heißt, die Polizei wird auch schneller bei den Menschen sein und das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert, den auch diese Räumlichkeit dann mitsamt der Technik dahinter hat. Das ist sicher die Landesleitzentrale, die jetzt schon alles unter einen Hut bringt. Wir sind sehr oft gehemmt gewesen durch mehrere Gebäude. Jetzt wird alles hier konzentriert. Wir haben auch alle Themengebiete hier abgedeckt, also es werden nicht nur die Einsätze disponiert, sondern es sitzt auch das Landeskriminalamt, die Landesverkehrsabteilung, auch der Stadtschutz mit am Tisch und egal welche Einsatzlage entsteht, ist in Sekundenschnelle jeder bereit hier mitzuarbeiten. Das hat früher etwas länger gedauert, das haben wir jetzt sicher in einem neuen Zeitalter angelangt.